ich war lange Zeit verletzt. Ich war lange Zeit verletzt, aber jetzt habe ich kein Problem mehr dabei und es fühlt sich so gut an jetzt und ich fühle mich frei auf dem Platz und ja, und natürlich ist es ein bisschen speziell, wenn man nach so lange Zeit draußen wieder reinkommt und dann die erste Spiele entscheiden. Das war natürlich ein gutes Gefühl. It was a really hard game. It was a good opponent, but we get the 3 points in the end and of course that was our goal this game, so we are happy now. Ja, der schönste Moment ist heute, dass wir die 3 Punkte geholt haben, muss man ganz klar sagen. Die erste Halbzeit war ein bisschen träge. Da waren wir einen Schritt zu spät manchmal und haben nicht so viel investiert. Die zweite Halbzeit haben wir mehr reingelegt ins Spiel und haben auch mehr vom Spiel an bekommen. Das sind die 3 Punkte. Ja, ich bin noch nicht auf 100%, wollte ich sagen. Ich habe richtig hart trainiert, um wie weit wie möglich jetzt zu sein. Ich fühle mich auch richtig gut an, aber es dauert noch ein bisschen, bevor ich wieder auf 100% bin, finde ich. Normalerweise geht das schnell mit mir, weil mein Grundform gut ist. Aber das war mein zweite 90 Minuten in den letzten 9 Monaten. So, deswegen bin ich noch nicht ganz auf 100%, aber heute war ein richtig guter Schritt in die richtige Richtung. Yeah, it's always a tough game in this league, so we went out and had to fight and we get these 3 points, so it's good. Die Bedingungen heute waren schwer, sagen wir es mal so. Der Platz war schwierig zu bespielen. Allerdings haben wir einfach in der ersten Halbzeit zu wenig investiert und das war der Grund, warum das Spiel nicht gut lief. Das haben wir in der zweiten Halbzeit besser gemacht, deutlich mehr reingelegt und ist auch mehr rausgekommen. Ja, wir wussten eigentlich, dass das Spiel heute schwierig wäre wollten. Wir wussten, dass der Platz nicht überragend war wegen die Wetter und so. Und das war manchmal ein bisschen schwierig und es war manchmal ein bisschen viel lange Bälle und so. Aber dann müssen wir kämpfen, wenn es um das geht. Und das haben wir, finde ich, besonders in die zweite Halbzeit sehr, sehr gut gemacht. In die Halbzeit haben wir über gesprochen, dass ein paar Prozente gefehlt haben, aber das haben wir besser in die zweite Halbzeit gemacht, finde ich, und wir haben verdient gewonnen. Yes, of course, it's the place everyone wants to have, so now we're where we're supposed to be. Ist klasse. Je mehr Spiele, desto besser. Je schneller, desto besser. Also die Spiele sind immer das Highlight und wir freuen uns schon auf Freitag. Nächste Woche wollte ich schon sagen, aber Freitag ist das Exakte. Ja, da kommt es darauf an, sich durchzusetzen. Das haben wir heute in einem Moment geschafft, der hat gereicht. Allerdings, auf Dauer wird das nicht reichen, da müssen wir schon noch mehr investieren. Da müssen wir wieder hinkommen, wie wir in der Vorrunde gespielt haben. Das ist einfach so.